Die Arbeit in der Kammer müsse gelebt werden, denn die Arbeiterkammer ist an sich keine schlechte Einrichtung. Das Problem sei die SPÖ, die eine übermächtige Position einnimmt. Hannes Ammesbauer legt ein klares Bekenntnis zur Arbeitnehmervertretung ab. Anlass dafür sind die steirischen Arbeiterkammerwahlen, die mit 28. März starten. Derzeit sind die freiheitlichen Arbeitnehmer gemeinsam mit der FPÖ auf Bezirkstour. Spitzenkandidat Harald Korschelt formuliert seine Ziele wie folgt. Eines unserer Hauptziele ist eben der 13. und 14. Monatsgehalt in der, wenn es sogar optimal wäre, in der Verfassung zu verankern, weil zurzeit ist es ja nur in den Kollektivverträgen. Dann auch möchten wir, dass es für alle Branchen einen Kollektivvertrag gibt, weil es gibt ja jetzt einige Branchen, die noch nicht, Beispiel Regionalmedien, Fahrradboten, so gibt es keinen Kollektivvertrag, wobei es auch von beiden Seiten gewünscht wird, für Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und dann auch natürlich eine Forderung von uns, die wir auch mit den anderen Fraktionen teilen, ist die 6. Urlaubswoche ab 25 nicht Dienstjahren, sondern Arbeitsjahren. Mit der Arbeit der Bundesregierung ist man bei den freiheitlichen Arbeitnehmern zufrieden. Der Anschein der Wirtschaftsfreundlichkeit trügt, so Korschelt. Wir hören das ja auch immer wieder, wenn wir jetzt unterwegs sind, dass eben viele Kollegen auf der Werkbank oder im Büro sagen, endlich geschieht was, endlich geht was weiter. Und viele spüren es ja auch in ihrer Geldtasche, wenn ich nur denke an den Familienbonus, spüren viele natürlich, dass in der Geldtasche, was früher nicht der Fall war.